Lara, dich mal, welche prägenden Erinnerungen und auch Begegnungen aus dem Nationalteam, mit dem Nationalteam, die Sie erlebt haben, werden Sie über Ihre Nazi-Karriere hinaus begleiten? Ja, sicher der erste Match gegen Frankreich. Es war ein schönes Erlebnis für mich, Frankreich zu schlagen einerseits und auch noch das Goal zu schiessen. Und natürlich mein erstes Spiel machen für die Nazi. Es war wenig ausschlaggebend, der Sieg natürlich. Ich habe noch gegen viele Spielerinnen gespielt, die ich nachher bei Lyon oder in Frankreich allgemein getroffen habe. Das war speziell. Und dann natürlich die erste WM-Qualifikation. Einfach die Emotionen, die wir hatten als Mannschaft, wo das dann wirklich festgestanden ist, dass wir das geschafft haben. Das war ein sehr schönes Erlebnis gewesen. Und die WM selber auch, also so ein Turnier mal von innen zu erleben, nicht immer im Fernsehen zuzuschauen. Das war auch speziell gewesen, auch wenn wir vielleicht nicht so lange, wie wir hätten wollen, dabei gewesen sind. Aber trotzdem war es eigentlich eine gute Leistung gewesen und eine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Und dann das Gleiche mit der EM. Also mir ist persönlich an der EM nicht so gut gegangen, aber es war trotzdem schön gewesen, das erste Mal mit der Mannschaft an einer EM dabei zu sein. Und es war auch wieder eine ganz andere Erfahrung gewesen als eine WM, was für mich auch noch interessant war. Und sonst einfach mit dem Team zu wachsen. Ja, wir haben eigentlich ganz klein angefangen und sind dann irgendwie zu etwas geworden, wo irgendwie international plötzlich hat man davon geredet und so. Und die kleine Schweiz, ja, wir sind nicht Weltmeister geworden oder so, aber wir sind plötzlich dabei gewesen und das ist etwas Schönes gewesen, ja. Bei Wolfsburg im Club haben Sie noch Vertrag bis 2021, also hoffentlich noch zwei erfolgreiche Jahre vor sich. Wenn wir doch noch ein bisschen schon weiter in Zukunft schauen, wird der Schweizer Fußball Lara Dickmann künftig in der einen oder anderen Funktion oder Form wiedersehen? Das ist eine gute Frage. Also das weiss ich selber nicht so genau. Ich möchte jetzt noch zwei Jahre einfach Fußball spielen. Mache natürlich nebenbei schon Sachen oder auch in Gedanken bin ich schon ein bisschen auch, was könnte ich nachher mal machen. Ich habe ein paar Ideen und auch ein paar Interessen. Das wird sicher etwas mit Fußball zu tun haben. Also etwas anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber in welcher Form kann ich jetzt noch nicht so genau sagen.